Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burg! Hallo, liebe Zuschauer, ich glaube, ich muss ihn nicht groß vorstellen. Ihr wisst alle, wer gerade neben mir steht, Elias Mbarek. Hallo, schön, dass du Zeit für uns hast. Wie geht's dir? Gut, ich freue mich jetzt auf einen schönen Wiesnabend. Du warst schon mal da mit deiner Freundin, gell? Wo ist sie denn heute? Ja, wo ist sie denn? Das muss ich ja nicht im Fernsehen beantworten. Ich bin heute hier mit meinen Jungs, das machen wir traditionell. Der zweite Freitag ist immer traditioneller Jungsabend bei uns. Muss auch mal sein, oder? Ja, muss auch mal sein. Du, und ist Käfer dein Lieblingszelt? Eins meiner Lieblingszelte, ja. Also ich finde alle Zelte schön. Früher bin ich in gar kein Zelt reingekommen, insofern bin ich heutzutage froh, wenn ich, weiß ich sehr zu schätzen überhaupt. Also ins Käfer gehen zu dürfen, andere Zelte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit 15 oder 16 um 8 Uhr morgens im Schottenhamel anstand und nicht ins Zelt gekommen bin am Anstichtag oder an anderen Tagen. Insofern genieße ich und meine Freunde das sehr, dass wir hier mittlerweile sogar reservieren dürfen. Ja, jetzt wollen sie wahrscheinlich alle, dass du zu ihnen kommst, oder? Die reißen sich um dich. Ich glaube, im Käfer sind so viele Leute, denen ist es doch wurscht, ob ich komme oder nicht. Aber ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich mag das Essen besonders gerne im Käfer. Und die Stimmung, deswegen ist es auf jeden Fall eins meiner Lieblingsstätte. Und ich habe schon gesehen, du hast eine ganz, ganz tolle Tracht an. Wo ist die her? Du, das ist meine Lederhosen, die habe ich schon länger. Die Schuhe auch, wie man sieht. Den Janker, den habe ich mir letzte Woche gekauft. Den Janker habe ich schon länger, aber die Weste, sagt man. Die Weste, die ist von Louis Trenker, aber die habe ich mir gekauft. Also ich will gar keine Werbung für den machen. Also die Lederhose, die bleibt immer gleich und oben wechselst es dann. Das ist ja das Schöne an Lederhosen. Also für alle Preußen, die jetzt zugucken, das Schöne ist ja, dass man, die wird ja immer schöner, je älter sie ist. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist schön mit den Händelfingern da reinwischen. Dann wird es richtig gut. Dann wird es richtig gut und schön Bier drauf kippen oder was auch immer. Und je dreckiger, desto besser. Wie viel Maß verträgst du denn? Das bleibt mein Geheimnis. Aber ich kann sagen, dass ich ein Münchner Bur bin, aus Sendlingen. Und wir aus Sendlingen, wir können trinken. Also wird es so ein, zwei Maß werden es heute schon werden, oder? Aber maximal. Maximal. Ein halbes Radler vielleicht. Ja, wir werden mal gucken. Und wie sieht es dann abends so aus? Also ja, du feierst ich jetzt? Nicht. Ich bin ja kein Hellseher. Also, schön hoffentlich, witzig. Fährst du dann noch irgendwas oder bleibst du hier? Nee, fahren tue ich ja nichts. Ich habe dann immer so einen separaten Wiesentag, da gehe ich dann nur Gefahrgeschäfte fahren. Und Mandeln essen und laufe dann über die Wiesen. Also mit der Family ganz entspannt. Ja. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Vielen Dank fürs Interview. Ebenso. Und viel Spaß mit deinen Jungs. Danke sehr. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.